Leute, 1860, Hammerquote, da hauen wir mal einen raus. Oh Mann, Dembele. Er scheint ja einfach nicht zum Training. Gut, in dem Alter haben wir alle mal die Schule geschwänzt. Aber den Gefallen haben sie uns nie getan, uns zu suspendieren. Und ich stelle mir die Frage, was denkt sich denn der BVB eigentlich dabei? Dass der Trotzkopf zu Hause sitzt und sagt, jetzt will ich aber wieder mitspielen. Kommen wir doch zu den herrlichen Bilanzen und ja, so darf das immer laufen. Braunschweig drin und dann hier die Schweizer Zweierkombi drin. Somit waren wir Samstag schon im Plus und konnten uns die Spiele am Sonntag ganz in Ruhe anschauen. Und dann ging es auch schön weiter mit Young Boys Bern. Und auch die zwei restlichen Zettel waren gar nicht so daneben. Aber wir haben schönes Plus. Guter Monatsstart mit 57.20 Wochenendbilanz. Somit natürlich auch die anfängliche Monatsbilanz. Darf so weitergehen. Auf geht's. Wir legen los. Das Händchen ist startklar. Und es geht los mit einer Monster-Kombo. Die haben wir auch mal wieder dabei. Und zwar ist das eine Systemwette. Heute um 18.30 Uhr geht es in Österreich los. Der FAC spielt gegen Wiener Neustadt. Dann nehmen wir die 2 für 2.0. Und am Sonntag haben wir noch zwei Partien. LA Galaxy gegen New York City. Das Ganze um 5 Uhr in der Früh. Da nehmen wir die 2 für 2.60. Und um 18 Uhr am Sonntag Arendal gegen Strømmen. Das ist in Norwegen zweite Liga. Da nehmen wir die 2 für 2.60. Wiener Neustadt habe ich selber ein bisschen beobachtet, ein paar Spiele gesehen. Da ist das Kollektiv intakt und da kämpft jeder für den anderen. Bei Floridsdorf ist es halt so, also beim FAC, junges Team, recht unerfahren, die werden gegen den Abstieg spielen. Und bei Wiener Neustadt, da läuft es momentan einfach so glatt, das werden die dort holen. LA Galaxy, ja, dieser Verein, der war mal voller Glamour, Beckham, Gerard, Landon Donovan und wie sie nicht alle hießen. Ja, und heutzutage schlechtestes Heimteam, New York City, relativ gut besetzt natürlich auch mit David Villa. Ja, und bei LA Galaxy, wenn da ein Captain Van Damme heißt, ist vielleicht ein bisschen viel Hollywood. New York City holt das. Arendal gegen Strømmen. Ja, da haben wir uns die Statistik angeguckt und haben wir festgestellt, Strømmen ist klar mit dem Auswärtsvorteil versehen und eine 2-6 ist da super gut. Und deswegen wünschen wir uns mal viel Erfolg mit der Monster-Kombo. Schönen Gruß. Heute Abend geht's direkt auch weiter mit dem zweiten Zettel. Das ist eine Dreierkombi, die um 19 Uhr in Zwickau beginnt. Ja, richtig gehört. In Zwickau, nicht in Koblenz. Die haben ja Heimrecht verschenkt. Dynamo Dresden ist Gast in Zwickau beim Heimspiel von Koblenz. Da nehmen wir die 2 für 1.32. Erfurt spielt am Samstag gegen Hoffenheim. Da nehmen wir die 2 für 1.35. Und die letzte Partie am Sonntag um 15.30 Uhr. Schweinfurt gegen Sandhausen, da nehmen wir die 2 für 1.95. Gesamt erhalten wir eine 3.47. Ja, diese Geschichte mit Zwickau ist ja wirklich krass, ne? Über 400 Kilometer weiter trägt Koblenz das Heimspiel aus. In der Nähe wohl kein Stadion gefunden. Sollte einem irgendwie zu denken geben. Ein bisschen Zeit hatten sie ja, sich ans zu besorgen. Egal, somit hat Dresden ein Heimspiel. Die Quoten sind die Woche gepurzelt. Irgendwann haben es die Buchmacher halt auch mal gecheckt und Zeitungen gelesen, dass Dresden da jetzt das Heimspiel quasi hat. Quoten sind wie gesagt halbiert, aber dennoch wird ja Dresden da gewinnen. Das ist ja logisch. Deswegen nehmen wir das mit und Hoffenheim spielt bei Erfurt. Erfurt hat so ein Testspiel-Kick gegen BVB aus hoch verloren. War ja gar nichts, in der Liga scheiße gestartet. Hoffenheim ist auf dem Puls. Die müssen ja auch nächste Woche gegen Liverpool ran. Und deswegen ist Erfurt mehr als eine Generalprobe. Und die werden weggeledert. Wahrscheinlich schon zur Halbzeit. So der Plan. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Schweinfurt gegen Sandhausen. Sandhausen, die machen uns gerade Freude. Die werden den Unterschied aufzeigen zwischen zweiter und vierter Liga. Auch wenn Schweinfurt eigentlich gerade recht gut drauf ist. Morgen um 13.30 Uhr beginnen wir eine Zweierkombi in Watford. Also die Premier League spielt wieder. Zu Gast ist der FC Liverpool und dann immer die 2 für 1.60. Am frühen Abend um 18.30 Uhr gehen wir nach Österreich in die erste Liga dort.
Sturm Graz gegen Wolfsburger AC, dann nimmer die 1 für 1.60 und wir erhalten gesamt eine 2.56. Liverpool, ähnliche Situation wie in Hoffenheim, die müssen auf dem Puls sein und die starten natürlich mit viel, viel mehr Power und Kondition in die Liga und mit viel mehr Gewissheit, wo sie gerade stehen. Die machen Watford platt und können sich dann auf Hoffenheim konzentrieren. Das wird ein heißer Ritt nächste Woche. Sturm Graz, ja, die haben auch einen Lauf. Und Wolfsberger AC, auswärts kein gutes Team, schon fast traditionell. Und Sturm Graz wird sich den Lauf sicherlich nicht von denen vermiesen lassen. Das wird der 4. Sieg in Folge und den Schein sehen wir wirklich sicher. Morgen starten wir dann eine pure DFB-Pokal-Dreier-Kombi um 15.30 Uhr. Die Partie Chemnitzer FC gegen den großen FC Bayern München. Dann nehmen wir natürlich die 2 für 1.07. Dazu um 18.30 Uhr Bielefeld spielt gegen Düsseldorf. Da sagen wir, beide werden ein Tor erzielen für 1.80. Und am Montag um 18.30 Uhr haben wir die Partie Paderborn gegen den FC St. Pauli. Ebenfalls beide werden treffen, both to score für 1.70. Und wir erhalten gesamt 3.27. Ja, über Chemnitz gegen Bayern brauchen wir ja wohl nicht viel sagen. Bayern hat natürlich die Generalprobe namens Supercup überstanden, gewonnen. Da ist die Stimmung gut und Chemnitz wohl kein Problem. Dann nehmen wir auch mal eine mickrige Quote mit. Bielefeld-Düsseldorf, die sind beide recht gut in die Liga gestartet. Beide in allen Spielen getroffen und das werden die auch im Pokal machen. Die Offensive ist bei denen jeweils wirklich gut besetzt. Hennings, Klos, beide werden treffen. Paderborn, St. Pauli. Paderborn, zuletzt 5:0 gegen Sonnenhof Groß Asbach daheim. Respektabel. Und St. Pauli trifft auch immer. Deswegen gönnen die sich auch einen ordentlichen Pokalfight und beide werden treffen. Am Sonntag um 15.30 Uhr, nächste Pokalspiel und das findet in Saarbrücken statt. Und zu Gast ist Union Berlin und dann nehmen wir die 2 für 2.05. Union Berlin, zweite Liga, Aufstiegskandidat. Jens Keller kommt da mit einer viel besseren Truppe daher, als die, die Saarbrücken jemals in den nächsten 20 Jahren aufbieten kann. Also die hauen die weg, weil die wollen ihr Heimspielfinale natürlich im Auge behalten. Leute, 1860, Hammerquote, da hauen wir mal einen raus. Und zwar geht es darum, dass wir die Systemwette damit starten. Und zwar am Sonntag um 15.30 Uhr, 1860 gegen Ingolstadt. Draw no bet auf die 1 für eine sagenhafte 4,0-Quote. Und die nächste Partie um 18.30 Uhr, FCM, also Magdeburg gegen Augsburg. Die 1 für 3.80 und Energie Cottbus zur gleichen Zeit gegen VfB Stuttgart 1x für 3.10. 1860 gegen Ingolstadt, da gibt es auf die Draw-No-Bet also eine 4.0. Sehr, sehr hoch, deswegen haben wir sie auch drin, weil 1860 super in die Regionalliga gestartet. Viele Tore fallen immer wieder, Mölders und Gebhardt, die machen da richtig Schwung und sind treffsicher und dann kommt Ingolstadt daher. Verunsichert, unzufriedene Spieler, hier hat einer eine Zusage bekommen, mündlich will weg. Dann der sportliche Misserfolg jetzt zum Anfang der Saison. Das ist die Chance für 1860, da mal richtig reinzupreschen und ein Highlight zu geben und zu nehmen. FCM, also Magdeburg, spielt gegen Augsburg. Und Magdeburg, da weiß man, ha, da ist ordentlich Stimmung. Und Augsburg ja auch ein bisschen verunsichert. Abgänge, Fahak, Altintop. Dann weiß man nicht, bleibt der noch, Unzufriedenheit. Alles ein bisschen unruhig. Und beim FCM halt eben nicht, die sind in der Saison, die stehen ganz gut da, zuletzt 2-1 gegen Würzburg. Dann knallen die halt auch Augsburg raus, mit dem Sieg. Energie Cottbus gegen Stuttgart. Cottbus ebenfalls mit 3 Siegen in die Regionalliga eingestiegen, machen sich da sehr gut. Und der VfB Stuttgart, der weiß nicht so richtig, wo er steht. Der Zieler patzt und Stadion bringt auch eine ordentliche Kulisse damit in Cottbus. Das wird unruhig für die junge Abwehr vom VfB. Das geht mindestens in die Verlängerung. Ja, Leute, das war's dann auch schon wieder mit unseren Tipps. Ich denke, da sind ein paar interessante Partien dabei. Wir freuen uns derbe auf die Spiele und sind gespannt, wie es ausgeht. Und ja, kann man auch mal ein Däumchen unten machen, wenn es einem halt hier nicht gefällt. Bis die Tage.